Sehr geehrter erster Bürgermeister, ich muss ja sagen, Sie machen das heute wieder die Leitung hervorragend. Da kann man auch mal klatschen. Ist wirklich erfrischend und mit Humor. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Wir behandeln hier im Großen und Ganzen eine Problematik, die es, ja, sage ich mal, die tatsächlich eine große Problematik ist, nämlich dass Pflegedienste, Hebammen, aber auch Handwerker, Autos in vielen Stadtteilen in Dresden kaum oder keine Parkplätze finden, Parkgebühren bezahlen müssen. Und gerade bei den Pflegeberufen ist das ein riesiges Problem, denn die haben ja sehr viele Termine, die mitunter relativ kurz sind, und da schafft man halt an einem Arbeitstag, wenn man dann 1-2 Stunden damit beschäftigt ist, einen Parkplatz zu suchen, schafft man halt nicht so viel. So, das heißt, das Problem ist sehr groß, die Lösung aber, die viele Fraktionen wahrscheinlich vorschlagen werden, ist einfach mal schlicht und ergreifend nicht geeignet, das Problem zu lösen. Denn dieser Stadtrat hat sich in seiner großen Weisheit vor einiger Zeit dazu entschlossen, zu verlangen, dass es pauschale Parkerlaubnisse, 100 Euro im Jahr oder sowas, für Hebammen, für Handwerker, für Pflegeberufe gibt. Und dieses Vorgehen ist schlicht und ergreifend rechtswidrig. So, es verstößt gegen höherwertiges Recht, das haben wir damals, oder hat die Verwaltung damals auch schon allen immer gesagt, hat gesagt, wenn wir das beschließen, naja, dann wird die Landesreaktion kommen, uns einen Brief schreiben und dann müssen wir es rückgängig machen. Es war der Mehrheit in diesem Rat egal. Jetzt ist es soweit, die Landesreaktion hat geschrieben, wir müssen es rückgängig machen. Und das genau steht jetzt in der Vorlage drin, also ein Paragraph, da Punkt 5. Hebammen, Punkt 6, Handwerker, soll gestrichen werden. Und zumindest so verstehe ich das Schreiben von der Landesdirektion, muss gestrichen werden. Jetzt möchte ich aber mal darauf hinweisen, warum dieses Vorgehen, nämlich Hebammen und Handwerkern eine pauschale Parkgenehmigung zu geben, gar nicht das Problem löst. Es geht komplett am Problem vorbei. Ja, natürlich, wenn ich jetzt irgendwo parke, dann muss ich aussteigen, Parkschein ziehen, das reinlegen, das dauert ein paar Sekunden und natürlich muss ich diese Kosten dann auch irgendwie auf die Endkundin umlegen. Aber das wesentliche Problem, was die Menschen haben, die arbeiten und arbeiten wollen und arbeiten müssen und dafür mit dem Auto fahren müssen, ist doch, dass sie überhaupt keinen Parkplatz finden. Das ist doch das Hauptproblem. So, das heißt, wenn Sie wirklich mehr Effizienz in Handwerkerautos bringen wollen, in Autos von Hebammen, in Autos von Pflegekräften, dann müssen wir Parkplätze haben. Das heißt, wir müssen die ganzen Stehzeuge wegkriegen. Ja? Wir müssen zum Beispiel Anwohnerparkzonen oder Parkzonen ausweiten. Wenn Sie das machen, ja, dann verschwinden sofort die Dritt-, Viert-, Fünft-Autos, die da monatelang zum Teil stehen und nicht genutzt werden. So, Sie müssen die Parkgebühren anheben. Wir könnten zum Beispiel über Kurzzeitparken nachdenken. Ja, warum nicht? Machen wir hier 50 Meter Kurzzeitparken, kann man ran, kostet dann halt irgendwie eine halbe Stunde, einen Euro oder wie viel auch immer, und dann wäre wenigstens ein Parkplatz da. So, und schlussendlich, ich möchte meine letzte Minute benutzen, einmal einfach zu sagen, dass, wenn Sie jetzt sagen, mehr Parkplätze, also es geht einfach nicht. In vielen Wohngebieten geht es einfach nicht. Denn, wie sage ich immer so schön, die Logik muss obsiegen. Ja? Sie haben ein Haus. Ein Haus hat 10 Meter Länge oder Breite. Es sind 4 Stockwerke, 8 Wohnungen. Wenn jetzt jede Wohnung ein Auto hat, versuchen Sie mal, 8 Autos auf 10 Meter zu parken. Es geht nicht. Wenn Sie jetzt mehrere Häuser nebeneinander haben, dann ist es natürlich, dann ist es logisch, dass einfach kein Parkplatz da ist. Da müssen Sie dann einfach Dinge tun, da müssen Sie Verantwortung übernehmen, da muss dieser Stadtrat Verantwortung übernehmen und muss Maßnahmen ergreifen. Und die einzig sinnhafte Maßnahme, die man in diesen Gegenden, wo schlicht und ergreifend von der Logik her bestimmt zu wenig Platz ist, dass jeder ein eigenes privates Auto hat, heißt Autos, parkende Autos reduzieren, Stehzeuge reduzieren, Carsharing anbieten, Bus, Rad, Bahn, Fußverkehr fördern, die Geschäfte, die Einzelhandel in die Wohngebiete reinkriegen und nicht irgendwo riesige Einkaufszentren bauen. Das ist das, was man machen kann. Von daher,
weil nämlich die Vorlage, also die Beschlussvorlage jetzt nur die Handwerker vorsieht. Ich aber sozusagen ein logisch denkender Mensch bin, beantrage ich, dass wir über die Ursprungsfassung, wo also Hebammen und Handwerker gestrichen werden, ja, abstimmen. Und damit komme ich hier zum Schluss. Vielen Dank.